Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zurück hier. Bisschen Minecraft mit euch zusammen. Ja, die Nacht war ein bisschen haarig heute. Ich hatte diese Nacht leider nicht aufgenommen, aber hier zum Beispiel du, Knorri. Du hast hier nichts zu suchen, ne, mein Freund? Ist alles voller Skettis hier, ist ja widerlich. Attacke! So, die sind schon mal weg. Die sind schon mal weg. So. So, so. Oh, da ist ja noch einer. Der chillt sich hier im Schatten. Das gibt es ja gar nicht. So, mein Freund, weg da. Du gehörst hier nicht her. Das ist nicht deine Stadt. Ja, ich glaube, mit dem Spawn der Höhle hier ist noch einiges... können wir noch einiges erleben. Gerade den Kram hier wegmachen ein bisschen. Oh oh. Irgendwas fällt hier gerade. Irgendwas ist da gerade runtergeblumst. Guck mal da, noch einer. Zündet die Ernte an. Ja, weg mit dir. Gibt's ja gar nicht, wo die alle herkommen. Schweine. So, hier werden wir ein bisschen mit Kies auffüllen und da vorne mit Erde. Was ich aber immer noch brauche, ist Stein. Ich habe immer noch nicht genug Stein. Ich könnte ja mal da drüben mal schauen, was da so drüben so noch Steine gibt. Erde brauche ich auch noch eine Menge und Holz. Und jetzt habe ich doch eine Schibbel-Axt habe ich dabei. So. Eine Schibbel-Axt haben wir dabei. Da vorne ist noch ein bisschen Stein. Dann können wir uns nämlich gleich ein bisschen umschauen, was es noch hier so Schönes gibt. Viel, viel Weideland sehe ich gerade. Viel, viel Weideland. Klettern wir mal auf den Berg hier. Gucken wir uns mal die Geschichte von hier aus an. Ja, schickmick. Von hier aus ein schöner Überblick, auf jeden Fall. Mal ein paar Möhrchen essen, ne? Da sind Schäfchen, ganz viele, das ist gut. Aber nicht ganz so viel Sichtweite, die werde ich nochmal hochschrauben. Mal probieren, ob das mein OpenGL-Fehler aushält. Kann natürlich sein, dass ich da wieder Probleme kriege. Ich kriege aber auch immer Probleme, wenn ich den Arbeitsspeicher versuche, weiter hochzusetzen. Ich weiß nicht warum, wenn ich dann in den Einstellungen von Minecraft... Kannst du doch diese Option einstellen, dass der mit ein bisschen mehr Arbeitsspeicher werkelt. Habe ich nur immer das Problem, dass er mir dann auch immer abschmiert. Ja. Das ist das große Phänomen von Minecraft. Auch das Installieren von Mods und Maps hat auch lange gedauert. Ich habe jetzt im Moment den CUDA mit drauf. Den finde ich eigentlich ganz nice. Im Moment jedenfalls. Aber ich glaube, wir werden einige vorstellen hier. Wir können ja ein paar Shaders vorstellen. Also der CUDA, der gefällt mir schon sehr gut. Ist allerdings von der Performance schon, der hat schon was an sich, ne? Ja. Brauche ich hier noch ein paar Samen, bitte. Von den Bäumen natürlich. Ja. Eine Schere werde ich mir mal machen können auch. Ja, das auf jeden Fall. Noch ein paar Seeds. Komm, los. Gib mir Seed. Da ist schon geschnittenes Holz. Guck mal. Oh, das ist aber schön hier. Guck mal. Ich glaube, da sind die Bäume abgebrannt. Okay. Muss man sich mal merken, die Stelle. Auf jeden Fall brauche ich da einen Wassereimer. Nicht ein Äpfelchen, Freunde. Ihr enttäuscht. Nicht ein Äpfelchen. Hm. Na gut. Hallo, Polly. Hä? Das geht schon verdammt weit runter hier. Ja, wir werden uns auf jeden Fall noch Schafe organisieren. Um eine gesunde Fleischproduktion. Ja, man braucht nicht so viel, aber ein bisschen braucht man immer. Ein bisschen Fleisch braucht man immer. So, hier haben wir schon ein paar Seeds. Ist jetzt noch nicht so viel, ne? Bisschen Eiche, ein Birke, ne?
Kommt aber auch nicht viel mehr raus jetzt gerade hier, ne? Komm, sei es drum. Also ich brauche ja eine Holzfäller-Axt. Aber diesmal eine aus Eisen, bitte. Ja, bitte eine aus Eisen. Hier stehen nämlich noch ein paar Bäume, die müssen weg. Schnupp, schnupp, die Bub. Schönes Pferd. Das Haus da in der Mitte vom See, das kann gar nicht betreten werden, sehe ich gerade. Ja. Da kann ja gar keiner drin wohnen. So, wir gehen mal erstmal. Hast du mir noch ein Werkzeug? So. Genau. Na, Inspektor, wie findest du meinen Grundriss? Nimmst du mir den so ab? Alles okay? Ja, ich weiß. Aha, haha. Oh, schöne Axt mit Angriffsschaden. Das ist doch gut. Okay, Leute. Was ich auf jeden Fall brauche, ist Holz, Holz und noch mehr Holz. Und Steine. Jetzt habe ich vergessen, Steine zu holen. Jetzt haben wir so viel gequatscht und gebabbelt. Jetzt gab es gar keine Steine mehr für mich. Hier drüben war aber auch noch eine Höhle, das weiß ich. Und zack. War doch noch meine erste Höhle. What? Nein, 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 Amelie. Nein, nein, nein. So weit gehst du mir da nicht runter. Da drüben, den Stein hole ich mir. Haben wir uns ein bisschen umgeguckt. Da ist Sand, das ist auch gut. Sand werde ich brauchen. So, Steine. Gut, jetzt wird's super interessant, wenn ich Steine mir hole. Ich habe vor, auf jeden Fall in meiner Hütte vielleicht zwei Stockwerke zu machen. Ich bin mir nicht ganz sicher, dass man unten sich aufhält und oben könnte man ja schlafen dann. Das wäre so meine Idee. Da brauche ich noch ein Bett. Also eins habe ich ja schon mal gesetzt, aber eigentlich ist es ja nicht meine Hütte gewesen, ne? Die habe ich mir ja nur ausgeliehen. Ja. Deswegen ist ja gar nicht erlaubt, da zu schlafen. So, jetzt holen wir uns ein paar Stämme. Die werden wir brauchen. Schade, dass es hier keine Birken gibt, weil ich finde die viel schöner. Da hinten, gell? Ja, da holen wir uns die doch nochmal. So, rein und raus. Den Sand holen wir uns dann später. Der ist schon mal vorgemerkt. Können wir uns gleichzeitig ein bisschen umgucken. Und da vorne für schöne Bäumchen. Ja, das ist eine ganz schöne Steppe hier so. Wenig los. So, den haben wir weg. Dann holen wir uns da drüben den noch. In der Zeit wirft der drüben nochmal, also der andere da eben ein paar Setzlinge, hoffe ich. Ich bin mal gespannt, wann es hier mit Schienensystem und so ein Kram losgeht. Weil da bin ich nämlich auch ganz scharf drauf. So, hier kommen schon die ersten Setzlinge. Hoffentlich alle ins Wasser. Aber das braucht ganz schön lang hier, der Setzling. Der ist bestimmt angesteckt hier von dem Baum. Oh, jetzt wird's dunkel. Jetzt wird's dunkel. Ich habe keine Taschenlampe mit. Ich wollte doch die Setzlinge mitnehmen. Mann. Wieder keine Setzlinge. Jetzt laufe ich hier im Dunkeln rum, ne? Ah ja, komm, gehen wir mal nach Hause, würde ich sagen. Was leuchtet denn da? Hab ich da eine Fackel gesetzt? Ein heißes Eisen hier. Eine richtig schöne Lavahöhle. So, ich krieg schon den ersten Besuch an der Backe. Ich habe keine Lust jetzt auf den. Da oben sieht man auch Glut, ne? Das war da, da war ich vorhin, ne?
Guck da drüben. Nein. Das wäre jetzt doof geworden. Ups. So, jetzt haben wir immer noch keine Steine, aber Holz. Und wir haben es dunkel, der Mond scheint helle, gelle? Dann müssen wir noch schnell schlafen gehen, bevor hier Schlimmeres passiert. So. Das ist hier das Zimmer von Oma. So. Komm, wir gehen schlafen eine Runde. Gut, viel Spaß noch. Okay, jetzt haben wir das schon mal. Und warum auch immer habe ich wieder keine Steine dabei. Ach, Hallöchen, ihr zwei. Ihr klopft an die falsche Tür. Weg da, weg da, weg da. Widerliches Gezücht. Ja, ja, ich weiß auch nicht, was los ist. Also mit den ganzen Monstern hier, das ist ja schon echt widerlich. Das darf eigentlich nicht so sein. Hol mir jetzt nochmal meine letzten Steine endlich. Und dann hoffe ich, dass ich die Hütte bald fertig kriege. Ja, die müssen jetzt mal sein, die Steine. Die grünen wollte ich eigentlich nicht. Die grünen wollte ich nicht, die stinken. So, oder? Jetzt haben wir doch schon mal ein paar Steinchen. Genau. Hol ich mir hier aus der Wand noch ein paar raus. Damit es sich auch gelohnt haben soll. Wir werden nämlich noch viel, viel mehr Steine brauchen. Das werde ich aber in der nächsten Offline-Aufnahme mal machen. Steine klopfen, wie ein Dover. Ja. Hier bauen wir schon mal die Base für den Höhleneingang. Weil das ist immer ganz gut, wenn man hier so eine Plattform nochmal hat, wo man mal kurz ausruhen kann. Und vor allem die lästigen Viecher nicht immer gleich den Garaus machen wollen. So, ich habe jetzt... Doch, ich habe was zu essen dabei. Siehst du? Siehst du mal da, ne? Der wäre schon der Erste, ne? Jetzt zucke ich hier schon weg. Ja, den kriege ich aber so nicht. Ja, den kriege ich so nicht. Ich könnte aber ein bisschen hier rüber nochmal. Weil das geht mir schon ganz schön auf den Keks. Wie weit geht's denn da rüber? So, bis dahin. Also es würde heißen, dann buddeln wir uns doch hier gleich runter, ne? Dann kommen wir doch da an, wo wir hinwollen. Müssen wir nicht im Wasser landen. So, warte mal, jetzt machen wir das mal so. Geschickt eingeschädelt. So, guck da. Da sind wir jetzt. Au. Au. Hat er mir im Popo geschossen. Schwein. Schwein. So. Jetzt bin ich aber fast ein bisschen gespannt hier auf die Höhle. Oh, das war viel Gezücht. Genau, geh nochmal weiter. Ach du Scheibe. Hier ist auch alles drin, was ich jetzt brauche, ne? Auch wegen der Kohle und so. Ich bräuchte nochmal einen Schwung Kohle. Hui. Wow. Das ist schick. Das ist ja schick. Und duster. Der Shader macht das wirklich ganz schön dunkel hier. Aber wir leuchten mal aus, die ganze Murmel. Wo geht's da hoch? Naja, das ist schon mal nicht schlecht, dass hier von der Seite nichts mehr kömmt. Meine spitze Hacke ist auch gleich tot. Deswegen brauche ich eine neue. Habe ich noch Eisen dabei? Ja.
Für eine Spitzhacke reicht's noch. Ich glaube, da baue ich mir gleich mal eine. Ich wollte zwar nicht hier runter, aber habe jetzt gar keine andere Chance. Jetzt bin ich hier gefangen. Ich habe nur gar keinen Platz in den Taschen. Was machen wir da? Ja, eigentlich nichts, ne? Da kann ich ja gar nichts machen. Ich habe gar keinen Platz in den Taschen. Gut. Heben wir uns das für später auf. Vielleicht ein bisschen ausleuchten noch. Hier geht's irgendwie runter. Oh mein Gott. Ja, ich glaube, das ist schon ganz schön creepy hier, die Höhle. Die ist schon echt creepy, die Höhle. Ich kann gar nichts abbauen, kein Eisen, nix, weil ich nichts dabei habe. Oh nein, nicht du, geh weg, Stinker. Geh weg, du stinkst, pfui Spinne, wie du stinkst. Wenn ich so weitermache, habe ich, oh nein. Pekler, die Höhlenspinne. Jetzt gehe ich natürlich voll ins Gefecht hier rein. Ohne Loot mitzunehmen. Ich meine, die Seile kann ich einpacken. Könnte aber Andesit wegschmeißen. Siehst du? Lapilatius war da. So, ich werde jetzt auf jeden Fall mal den Eingang mir mal hier ein bisschen markieren, dass es hier hochgeht. Genau. Und zwar mit Licht. So sieht es nämlich aus. Da geht's hoch und da geht's hoch. Sehr gut. Also, das ist doch wunderbar. Haben wir schon wieder eine ganze Folge verbracht. Mit, ich wollte ja nur Stein sammeln, ne? Ich wollte ja nur. Das wäre ein schöner Name. Ich wollte ja nur. Nur mal kurz. Das Hochlaufen ist noch sehr anstrengend. Da bauen wir auf jeden Fall noch ein Treppchen. Ja, da brauchen wir auf jeden Fall eine Treppe. Guck mal hier, was der sich hier abmüht. Die steilen Stufen. So ein alter Mann wie ich, das geht nicht. So. Jetzt will ich aber noch eins machen. Und zwar, fest vorgenommen habe ich es mir, das Ding hier noch reinzusetzen. So. Sehr schön. Das ist doch sehr schön. So, und eine Tür haben wir auch schon. Hahaha. Guten Tag. Oh, schönes Haus, mein Freund. Wohnst du hier schon lange? Nein, nein. Erst zugezogen. Erst zugezogen. So, ich fülle mal noch ein bisschen aus. Ja, willst du mit reinkommen? Komm rein, die Tür steht auf. Also mit dem Setzen von den Dingern hapert es noch ein bisschen. Das sind die Grundkenntnisse von Minecraft, die kenne ich nicht. Ich kann nur Zombies töten. So. Da ist doch schon mal was wert hier. Das ist die Grundplatte. Das ist die schöne Grundplatte von Omme City hier. Ja. So, das. Da ist sie aus, die Erde. Dann muss ich erst wieder organisieren. Da ist die Erde aus. Und das Bett da drüben gehört ja eigentlich mir, ne? Eigentlich gehört es ja mir. Komm, ich hole mir ein neues. Das machen wir in der nächsten Folge. Hole ich mir ein neues Bett. Mein Haus steht. Könnt ihr euch schon gut vorstellen, wie es aussieht? So. Und immer schön Tür zu machen, wenn man reinkommt. Ach, herrlicher Ausblick. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss. Kommt keiner zu Besuch.